Ja, wie gesagt, wir sind früh in Führung gegangen, haben dann diesen Brustlöser gehabt, der uns extrem gut tat. Nach den vergangenen Wochen sind gut ins Spiel gekommen, waren aggressiv in den Zweikämpfen, sind richtig gut in die Tiefe gegangen, haben den Gegner gestresst, haben den Matchplan umgesetzt, den wir uns vorgenommen haben. Und umso besser sind wir immer mehr ins Spiel gekommen, hatten dann immer noch ein, zwei Chancen, die wir dann halt liegen lassen haben. Ja, dann war es ein bisschen zerfahrenes Spiel nach der zweiten Halbzeit. Wir haben dann ein bisschen mehr zugelassen, stand nicht mehr defensiv so gut wie in der ersten Halbzeit. Klar, 1860 ist auch eine Top-Mannschaft, dass die auch mal eine Chance haben, ist klar. Trotzdem haben wir dagegen gehalten bis zum Ende. Und dann kam noch Patrick Schmidt dazu, hat auch ein super Tor gemacht, was natürlich dann nochmal extrem gut getan hat. Und ja, dann haben wir noch einen blöden Gegentreffer bekommen. Aber im Großen und Ganzen bin ich froh über das Spiel. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, auswärts gegen den Tabellenführer und sind gut rangerückt. Absolut. Um Spiele zu gewinnen, muss man eklig sein. Man muss zwei Kämpfe führen, man muss sie gewinnen. Und das sind die Basics. Und wenn die Basics auf dem Platz stattfinden, dann ist es schon die halbe Miete. Und das haben wir heute sehr gut abgeliefert und dann natürlich auch die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen. Da muss ich lange überlegen. Selten. Vielleicht habe ich schon mal so eins gehabt, muss ich nochmal nachgucken. Aber ja klar, wunderschönes Tor. Ich habe es immer noch mal bei Magenta gesehen. Lade ich mir auf jeden Fall runter und gucke ich mir bestimmt das eine oder andere Mal nochmal an. Und ja, ich freue mich. Ja, wie du schon gesagt hast, wir wollten hier alles raushauen. Wir wollten unbedingt die drei Punkte mitnehmen. Das ist uns gelungen. Egal wie er am Ende zustande gekommen ist, ich denke, man hat gesehen, dass die Mannschaft will, dass die Jungs wirklich alles rausgehauen haben, sehr gut verteidigt haben. Dass dann am Ende noch so ein Ball durchrutscht, das kann immer passieren, gerade wenn 60 alles nach vorne schmeißt. Aber ich denke, wir haben hier einen verdienten Sieg mitgenommen. Ja, war jetzt nicht explizit der Plan. Das versuchen wir sonst auch. Wir waren jetzt heute in Situationen. Natürlich muss man sagen, dass es dann auch irgendwo ein bisschen glücklich ist, dass wir zwei so geile Tore, sage ich mal, dann reinhauen. Das war aber auch das, was uns gefehlt hat. So ein Dosenöffner. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit das Tor von Cello. Hätten wir die letzten Spiele mal früher vielleicht dieses 1-0 gemacht, dann wäre uns, denke ich, einiges leichter gefallen. Und ja, dass wir verteidigen können, das haben wir schon oft gezeigt. Das haben die Jungs heute auch wieder gezeigt. Und ja, dass wir dann jede Führung auch ins Ziel bringen können, das wissen wir. Ja, natürlich. Wir haben hier heute, wie gesagt, einen bockstarken Auswärtsauftritt hingelegt, meiner Meinung nach. Haben auch verdient gewonnen gegen einen sehr guten Gegner, gerade in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, dann musst du es auch gut wegverteidigen. Das haben wir gemacht. Und daraus müssen wir jetzt das Positive mitnehmen und die nächsten Wochen angehen.